Hallo liebe Schnorchelfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Schnorcheln lernen. Die Resonanz auf diese Videoreihe ist wirklich sehr gut und ich freue mich, dass ich mich regelmäßig mit anderen schnorchelbegeisterten Menschen so austauschen kann. Und ich habe viele E-Mails, Kommentare und Anfragen zum Thema Schnorcheln bekommen und ich versuche die natürlich möglichst schnell immer zu beantworten und vor allen Dingen auch möglichst ausführlich zu beantworten, aber ich kann manchmal dem Ganzen natürlich nicht gerecht werden und ich kann natürlich auch nicht so schnell Videos produzieren, wie ich das möchte. Und deswegen möchte ich heute mal in Videoform einige Mails und Kommentare beantworten, damit nicht nur die einzelne Person, sondern auch alle davon profitieren können. Es gibt auch einige Fragen, die mir seit Jahren gestellt werden, die ich schon oft beantwortet habe und die mir trotzdem immer wieder gestellt werden. Deswegen werde ich die auch in diesem Video nochmal erwähnen. Eine dieser Fragen ist zum Beispiel wie die, die mir Bea gestellt hat. Wie kann man eigentlich mit einem Schnorchel unter Wasser atmen? Und gleichzeitig wird mir immer wieder die Frage gestellt, ob man mit einer Vollgesichtsmaske unter Wasser atmen kann, obwohl ich schon ein einzelnes Video zu diesem Thema gemacht habe. Und dazu muss ich dir, liebe Bea, und natürlich auch allen anderen sagen, es gibt keinen Schnorchel und es gibt auch keine Vollgesichtsmaske, mit der man unter Wasser atmen kann. Dazu braucht man eine Tauchausrüstung, um unter Wasser atmen zu können. Alles andere, ja, ist nur dafür da, damit man an der Wasseroberfläche atmen kann, also egal ob Schnorchel oder Vollgesichtsmaske, wo letztendlich natürlich der Schnorchel einfach oben dran ist. Damit kann ich an der Wasseroberfläche Luft holen, solange etwas oben rausguckt, also der Schnorchel aus dem Wasser rausguckt. Und ansonsten, wenn ich abtauche, kann ich nicht atmen, kann ich keine Luft holen. Und das heißt Luft anhalten und erst wieder, wenn man auftaucht, kann man auch wieder atmen. Vor Jahren habe ich ein Video mit dem Thema Vollgesichtsmaske versus Taucherbrille gemacht, welche Schnorchelmaske ist besser. Und da hat mich zum Beispiel jetzt gerade Hendrik Meersmann angeschrieben und gefragt, ja, welche Maske ist denn jetzt eigentlich besser? Ja, in dem Video bin ich nämlich eigentlich so zu dem Fazit gekommen, dass beides Vor- und Nachteile hat und ich kann jetzt auch wirklich nicht sagen, was besser ist. Ich kann aber natürlich sagen, mit was ich am meisten schnorcheln gehe. Und ich gehe am häufigsten mit dem klassischen Schnorchel und mit meiner Lieblingsmaske, der Aqualung Tech Malibu, schnorcheln. Wie gesagt, beide Equipments haben Vor- und Nachteile, aber das ist ja auch immer personabhängig, das ist immer Geschmackssache, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Ihr könnt da auf mich hören, ihr könnt da auf meine Erfahrung natürlich auch vertrauen, aber jeder sollte seine eigenen Erfahrungen machen. Gut, das ist natürlich, wenn man sich Sachen kaufen möchte, Equipment kaufen möchte, ist das immer ganz schwierig, weil man möchte ja auch nicht zig Masken kaufen und alles ausprobieren. Ja, da können natürlich solche Videos, wie ich sie mache, schon hilfreich sein, aber es kann trotzdem so sein, wenn ich euch Empfehlungen gebe, dass euch das gar nicht so gefällt, wie mir zum Beispiel. Geschmäcker sind verschieden, jeder ist natürlich auch im anderen Stand, jeder hat andere Ansprüche und das heißt, da muss man auch so ein bisschen auf den eigenen Geschmack achten. Aber wie gesagt, ich gehe am meisten mit dem eben genannten Equipment schnorcheln. Der gute Brent Nowotworski hat mich gefragt, welchen Schnorchel würdest du eigentlich empfehlen? Den Desert Dry von Cressy oder den Ergo Dry von Maris? Ich habe beide bei Decathlon gefunden und sie kosten beide gleich viel, doch ich weiß nicht, für welchen ich mich entscheiden soll. Vielen Dank. Noch eine zweite Frage hat er gleich danach geschoben. Würdest du beim Freitauchen eher einen Schnorchel empfehlen, wo Wasser einlaufen kann? Würde die Luft im Trockenschnorchel nicht eine nach oben drücken? Danke. Da muss ich mal ganz kurz hier hinten in meinen Regalen plündern. So, hier habe ich mal verschiedenes Equipment. Also, es ist natürlich so, wie eben schon bei den Masken gesagt, ist es immer geschmacksabhängig. Hier habe ich zwei verschiedene Schnorchel. Ich werde zu dem Thema auch nochmal ein eigenes separates Video machen, aber ich will ja auch schnell antworten, damit ja, ihr natürlich nicht den ganzen Sommer über warten müsst, bis jetzt euer Thema mal rankommt. So, und zwar habe ich hier einmal den Cressy Dry Schnorchel. Der ist hervorragend, weil wenn du damit abtauchst, dann verschließt sich hier oben ein Ventil. Der Schnorchel kann nicht volllaufen mit Wasser und also im Schnorchel bleibt einfach komplett Luft drinne und wenn du dann wieder auftauchst, dann musst du nur einmal ausatmen und ja, kannst wieder ganz normal weiteratmen. Hier haben wir einen ganz einfachen Schnorchel, der hat glaube ich 8 Euro gekostet. Der hat oben kein Ventil, der ist offen. Das heißt, der läuft beim Abtauchen voll mit Wasser und beides hat Vor- und Nachteile. Ja, hier bei dem Cressy-Schnorchel ist es eben so, da kann ich schon mal pauschal sagen, dadurch, dass es hier schon flexibel ist, das Mundstück ist auch schön weich, liebe ich wirklich diesen Schnorchel. Ich habe mir den gekauft und eigentlich
brauche ich, glaube ich, nie wieder einen anderen, weil der ist wirklich hervorragend. Und das soll gar keine Werbung sein, denn ich kenne ja nicht alle Schnorchel. Es kann auch andere geben, die mindestens genauso gut sind oder sogar besser sind. Aber der ist hervorragend. Bei diesem Schnorchel ist es aber auch so, dass hier natürlich das Abtauchen viel leichter ist. Weil wenn dieser Schnorchel, und der ist, glaube ich, so, das sind 45 cm, also so sollte es immer sein beim Schnorchel. Wenn der voll mit Luft ist, ist das ein ordentliches Volumen, was ausgefüllt ist mit Luft. Das heißt, das Abtauchen wird dadurch erschwert, weil du versuchst ja einen Luftkörper runterzubringen. Zudem hat man dann noch Wasser in Luft in der Maske und das heißt, letztendlich hast du extrem viel Luft, die du mit runterschleppen musst beim Abtauchen. Hier bei diesem offenen Schnorchel, ja, da wo eigentlich bloß ein Rohr ist und ein Mundstück, hat man das nicht. Der läuft voll mit Wasser. Und das heißt, das Abtauchen ist eigentlich ein bisschen einfacher, weil man einen Luftkörper weniger nutzt zum Abtauchen. Das heißt, wenn ich wirklich irgendwie so ein bisschen freitauchen möchte, wo ich jetzt mal 10 Meter runtertauche und das alles ein bisschen einfacher machen möchte, dann kann man wirklich so einen Schnorchel nutzen, der ist da viel einfacher. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt 10 Schnorchel kaufen muss, um irgendwas zu machen. Man kann natürlich auch den Cressy nehmen und vorm Abtauchen einfach den aus dem Mund nehmen und runtertauchen. Geht genauso gut. Also und den Ergo Dry von Maris, den habe ich nicht ausprobiert, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ich sag mal, Maris und Cressy sind wirklich hervorragende Marken, die seit Jahren oder Jahrzehnten Tauchequipment herstellen und die, glaube ich, machen schon wirklich hervorragende Sachen, auf die man sich immer gut verlassen kann. Aber ich kann nur sagen, den Cressy-Schnorchel, den liebe ich tatsächlich sehr, sehr stark. MaxiTV hat mich gefragt, bei mir läuft manchmal Wasser in den Mundraum rein. Ist das bei dir auch so? Und das hat er mich bei dem Video zum Thema Vollgesichtsmaske gefragt. Und ich denke mal, das sieht man auch in einigen Videos. Ich kann da mal ein Bild einblenden. Ja, ich habe manchmal in meiner Easy Brief von Decathlon, also in der Original Vollgesichtsmaske, habe ich auch ein bisschen Wasser im Mundraum drinne. Das stört mich aber gar nicht so richtig, weil das eigentlich den Mund nicht wirklich berührt. Also es ist wirklich minimal. Das kann man verhindern, indem man einfach nicht so stark den Mund bewegt, nicht lächelt und sonstiges, damit natürlich keine Luft Schlitze an der Seite entstehen. Wo das tatsächlich ganz schlimm bei mir ist, ist bei der neuen Easy Brief von Decathlon, also die dieses Jahr rausgekommen ist, die Easy Brief 500. Die läuft bei mir volle Kanne voll. Also damit kann ich keine Minute im Wasser bleiben, damit saufe ich richtig ab. Wohingegen andere, die meine Maske getestet haben, also nicht meine eigene gekauft haben, sondern wirklich meine Maske, die bei mir nicht funktioniert, haben die getestet und die funktioniert wunderbar. Auch meine bessere Hälfte Sarina, die findet die Maske hervorragend, besser als die alte. Und so unterschiedlich kann das eben sein. Man muss wirklich sein Modell finden, mit dem man am besten klarkommt. Und ich finde halt das alte Modell wirklich sehr gut, obwohl ich auch manchmal Wasser im Mundraum habe. Aber liegt auch wirklich daran, dass ich sehe Fische, ich lächle und dann kommt im Wasser rein. Aber das stört mich, wie gesagt, nicht, weil das meistens so bis hier, so am Kinn so ein bisschen ist. Und solange das den Mund ja eigentlich gar nicht so richtig berührt, ist das für mich persönlich auch kein Problem. Mau 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 hat gefragt, könntest du mal ein Video über Unterschiede, also Vor- und Nachteile von Kurz- und Langflossen machen? Ist natürlich geplant, also zu Flossen kommt noch einiges, aber wie gesagt, ich schaffe das natürlich alles nicht. Ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern nur nebenbei, also so wie jeder andere so sein Hobby betreibt, mache ich quasi den YouTube-Kanal hier. Und um es kurz zu sagen, einen Unterschied gibt es natürlich ganz klar. Also kurze Flossen haben den Vorteil, dass man einfach, ich sag mal, im flacheren Wasser ein bisschen störungsfreier schnorcheln kann. Aber es ist auch anstrengender, wohingegen nämlich lange Flossen, also so richtig lange Flossen, wie man die von Apnoe-Tauchern kennt, da ist es so, dass man sehr energiesparend schnorcheln kann. Aber bei kurzen Flossen ist das Schnorcheln, es ist zwar anstrengender, aber technisch einfacher, weil bei ganz langen Flossen, da muss ich schon wirklich sehr gute Flossenschläge haben, also richtig gute fließende Bewegung haben. Ansonsten ist es schon sehr störend und man kommt im Wasser erstmal nicht klar. Deswegen würde ich empfehlen, als Anfänger erstmal mit kürzeren Flossen anzufangen und dann, ich sag mal so, die Flossen immer ein bisschen länger werden zu lassen. Aber ich habe ja hier hinten im Regal
Hier oben habe ich auch meine Flossen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die sind aber auch von Cressy, genau wie da drüben meine kurzen Flossen, also sind alle hier von Cressy und ich nutze tatsächlich beides. Also wenn ich wirklich mehr abtauchen möchte, nehme ich lange Flossen, weil man merkt schon Unterschied, dass es einfacher ist, dass man weniger Energieaufwand hat. Und wenn ich wirklich weiß, ich bin jetzt ein bisschen mehr im Flachwasserbereich oder zum Beispiel auch, wenn ich nur einen kleineren Rucksack mitnehme, also mir die großen Flossen einfach zu störend sind, nehme ich auch kürzere Flossen. Würde ich aber jetzt vor der Wahl stehen, was ich mir kaufen würde, ich will mir nur ein paar Flossen kaufen, ich will nicht so viel Geld ausgeben, dann würde ich mir tatsächlich gleich die längeren kaufen und einfach mehr üben. Das ist ganz klar, weil klar, die kurzen Flossen haben auch Vorteile, aber wenn ich weiß, ich möchte ein bisschen mehr abtauchen oder ich will auch ein bisschen einfacher schwimmen, dann würde ich zu den etwas längeren Flossen greifen und ja, da, sag ich mal, ein bisschen mehr Geld auch sparen, weil ich mir nur ein paar Flossen kaufe. Ich hoffe, das konnte jetzt helfen. Was eindeutig nicht geholfen hat, ist, dass ich mir nur wenige Kommentare ausgesucht habe. Trotzdem ist nämlich das Video leider sehr lang geworden. Deswegen mache ich hier einfach mal Schluss und werde noch einen zweiten Teil machen. Solltest du auch noch eine Frage rund um das Thema Schnorcheln haben, dann kannst du diese Frage natürlich sehr gerne unten in die Kommentarzeile reinschreiben. Ich werde sie dann versuchen, zeitnah zu beantworten, eventuell auch wieder in so einer Videoform. Tja, nun ist aber wirklich Schluss. Also, ich melde mich ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!